So, die Einheiten fliehen weiter. Hier ist ja ein General drin, ne? Bei den Infanten auch. Also die könnten auch schon noch mal wiederkommen. Spannend, was die da machen. Und ob unsere Elefanten noch mal eine Runde durchhalten. Nee. Mist. Aber unsere umliegenden Einheiten haben Stand gehalten. Und geraten jetzt in Panik. Nein, 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 nein. Dadurch ist hier die Flanke offen. Aha, die Kataphrakte fallen zurück. Das ist ein Riesenproblem hier jetzt. Und da war auch noch der General drin. Also ja, vielleicht sammeln die sich dadurch, wer weiß. Das wäre natürlich hübsch. So, ich führe schon mal Einheiten rum, damit die dann entsprechend auch in die Flanke gehen können. Standgehalten, zurückgedrängt. Dadurch sind die jetzt hier mittelmäßig angeordnet. Hatte ich mir mehr von erhofft. Und die sind im Karree. Ah ja. Da würde ich hinkommen, aber nicht hier. Die müssen nächste Runde hier zuschlagen. Koste es, was es wolle. Ich bin noch am Überlegen, wohin mit der Kavallerie jetzt. Die haben hier hochgeguckt, ne? Bevor sie ins Karree gegangen sind. Das würde ja bedeuten, würden das auch wieder tun, wenn sie aus dem Karree rausgehen. Das heißt, im Grunde haben wir auch genug Zeit, um sogar hier, nee, so nicht, um hier außen rum zu ziehen. So, dann könnten die hier, naja gut, jetzt habe ich es gemacht, dann können die werden hier in die Flanke gehen. Dann ist die Reihe belegt. Vorher kann die Kavallerie hier hin. Und von da aus dann vielleicht hier unten rein. Gucken wir mal, ob das klappt. Dann gucken wir mal, ob die standhalten. Unentschieden ist gut. Okay, aber solange die im Karree sind, können sie uns halt auch nicht flankieren. Ne? Das ist auch. Hat auch seine Vorteile. Meter Differenz. Ich überlege jetzt, ob ich die noch da hochführe. Hier. Das werde ich nicht verhindern können. Einzige wäre gewesen, die Kavallerie dahin zu stellen. Ja, das hätte man wahrscheinlich machen sollen. Wo stand die da? Ach ne, die ist da ja gar nicht hingekommen. Ne, wäre auch nicht gegangen. Wir hätten zwar quasi einen Flankenangriff androhen können, wenn die hier auf die Flanke gehen. Aber das hätte nicht zwangsläufig was bedeuten müssen gegen solche überlegenen, gepanzerten Sturminfanteristen. Wir müssen das hier über die Flankierung machen. So, die Einheiten fliehen weiter, die auch, die Kriegselefanten ebenfalls. Nein, die nächste Panik. Und der Flankenangriff, ja. Oh, nur geschwächt, das war wichtig. Die sind aus dem Karree raus und wieder ins Karree rein, habe ich es richtig gesehen? Oder es wurde zumindest rückgängig gemacht. Ja, unsere Bogenschützen sind da jetzt zermürbt. Unsere Infanterie und Elefanten weiter auf der Flucht leider. Prozent. Wir holen uns erstmal hier den Flankenangriff.
zermürbt. Ach, Stand gehalten. Die mal hier zur Unterstützung bringen, beziehungsweise zum Abblocken, die werden jetzt viel mehr. Die sind weg. Man kann die Wurfspieße hier in den Wald. Mal gucken wir mal. Unerfahren geschützt und unsere sind durchschnittlich geschützt. Leichte Überlegenheit bei uns. Oder leichter Vorteil, sagen wir mal besser. So, jetzt sollten die hier schnell durchbrechen. Ja, am unebenen Gelände stoppen sie. Und die sollen hier in die Flanke gehen. Ja, das war wichtig. Leider haben die Römer allerdings standgehalten. Dann können wir aber die hier zum Flankenangriff verwenden. 72% Niederlage. Vielleicht lieber damit einsteigen. Beziehungsweise machen wir es mal rückgängig. Vielleicht sollten wir auch lieber zurückfallen. 85%. Standgehalten ist gut. Nicht, dass die jetzt hier brechen. Oh Mann, oh Mann. Nehmen die in die Kontrollzone. Könnten hier. Die haben wir zurückgedrängt. Pass mal auf, die können wir angreifen. Sind ja nicht mehr zermürbt. So weit von den Punkten weg. Das Problem ist natürlich, dass die jetzt. Na, die werden durch die sekundäre Kontrollzone aufgehalten. Spannend. So, wird hier schon die Entscheidung fallen? Das ist die Frage. Die Kataphrakte mit dem General sammeln sich noch. Diodotos, der Oberbefehlshaber. Der Seleukiden. Ah, die Einheit bricht. Okay, da werden unsere Schleuderer in den Wald gejagt. Hier haben wir ihre Schleuderer erwischt. Und die halten nochmal durch hier. Schleuderer lösen sich. Ne, das waren die Bogenschützen, die sich aufgelöst haben. Ah, und die fliehen weiter. Das ist natürlich ärgerlich. So, die haben jetzt das Karree aufgelöst. Wir werden jetzt hier in die Flanke reingehen. Ja. Auf der Flucht. 3% bzw. 5% Differenz fehlen uns jetzt noch zum Sieg. Zum Sieg, zum Sieg. Könnt ihr die hier runterziehen, dann müsste ich aber hier oben irgendwie. Das Blocken, das passt mir nicht so. Ja, wieder geschwächt. Die fallen zurück, wir bleiben in Position. Wenn ich dahin ziehe, kann der mich da angreifen. Chancen wären allerdings relativ gut tatsächlich. Dann werden wir erstmal noch ein bisschen plänkeln. Aber den Angriff werde ich nicht führen. Den Angriff werde ich nicht führen. Nee, nee. Und der hat, da blockiert er mich, da komme ich nicht raus. Wir werden hier den Flankenangriff auf die Römer führen, die dem Ganzen standhalten. Und da werde ich mich jetzt nur daneben stellen und nicht angreifen, um den Flankenangriff offen zu halten. Hier dasselbe, der könnte dann da einsteigen oder hier einsteigen.
Die bleiben in Position, die bleiben im vorteilhaften Gelände, die müssen sich da hochdrehen, sonst werden sie von den Kataphrakten flankiert. Und die Kavallerie, tja, könnte am besten sogar vielleicht wieder umdrehen. Wieder zurück, um die hier zu schützen, die Unerfahrenen. Die ich da nicht wegkriege, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hätte mit denen da nicht vorrücken sollen. Ach, da habe ich es nicht gesagt. Der General kann sich da noch sammeln. Mist. Immerhin fliehen die Elefanten weiter. Ja, das hat 10% gebracht. Und jetzt werden die Unerfahrenen attackiert. Unentschieden zum Glück. Hier auch. Zermürbt. Dafür sind die geschwächt. Da werden wir den Flankenangriff führen. Hier auch. Hoffentlich hilft uns das noch. Die fallen weiter zurück. Die lösen sich auf. Die fliehen, die fliehen, die fliehen. Und der General, der schafft es auch nicht, seine Truppen da zu sammeln. So, Flankenangriff Nummer 1. Stand gehalten, schade. Flankenangriff Nummer 2. Panik. Der hält Stand. Der kann da durch diese Runde nicht kämpfen. 16% und dann 57. Wir gehen da rein. Unentschieden. Das wird hoffentlich auch ein Unentschieden. Nein, sie brechen. Moment. Haben die anderen Einheiten alle standgehalten? Das ist ja auch interessant zu sehen. Das ist irgendwie in dieser Schlacht scheint das so Mode zu sein, dass alle benachbarten Einheiten standhalten. Unentschieden dort. Hier blockieren. Und wie haben die denn so Chancen? 23. Bringt's das denen, den General zu übertragen? Ja. Warum denn? Weil die Gegner im Verhältnis mehr schon verloren haben scheinbar und wir dann den General haben. Ja, okay. Okay, okay. Der General hätte auch dahin gekonnt. Dann hätte man den hier irgendwo reinstecken können. Wäre eine Überlegung gewesen. Ich werde jetzt die... Die sollen eigentlich hier in den Rücken von der Kavallerie, ne? Aber da stehen unsere eigenen fliehenden Einheiten dazwischen. So, die lösen sich auf, zum Glück. Die fliehen, das sind unsere gewesen, ne? Die sammeln sich wieder, die Kataphrakte. Die Kriegselefanten lösen sich auf. Da fliehen die Römer, die Kavallerie geht hinterher. Ja, das bringt sie ja schon mal in eine perspektivisch ganz gute Position. So, unentschieden und zermürbt. Sehr gut. Oh! Ich glaube, das war ein Verklicker. Ich glaube, da hat sie sich verklickt. Ach, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Lass uns das Schlachtfeld nochmal anschauen. Also, dass diese Einheit jetzt, dass sie die hat zurückfallen lassen. Dadurch musste die ja einen Moraltest machen und ist dann gebrochen, was sie jetzt über die 60% gebracht hat. Ja. Naja gut, wir hatten jetzt hier die Situation auch gelöst. Die wäre jetzt wahrscheinlich hier als nächstes gefallen. Na gut, also dann ja, macht es vielleicht auch nicht mehr den allzu großen Unterschied. Auf jeden Fall muss man sagen, immer noch eine... Trotzdem eine sehr, sehr blutige Schlacht gewesen. 41 zu 62. 21% Differenz. Was soll ich... Ich überlege gerade in der Rückschau. Also, ich war natürlich sehr defensiv. Das ist natürlich vielleicht auch sozusagen ein Grund, wie das hier so abgelaufen ist. Ich hätte vielleicht an Kutulinchens Stelle versucht... Also ich hätte es erstmal unterlassen, diese italischen Fußtruppen im unebenen Gelände mit schwerer Infanterie bzw. Kavallerie anzugreifen. Das sollte man nicht tun. Auch mit Elefanten nicht oder so. Die Unordnung ist doch, das habe ich mittlerweile gelernt,
ziemlich entscheidend, hat einen großen Einfluss hier auf die Schlachten. Ich hatte große Sorge, was diese romanisierten Argyraspiden und die regulären Argyraspiden angeht. Wo sind sie denn jetzt? Da sind schon irgendwo sonst wo. Die Silberschilde sozusagen. Denn die haben richtig Power. Ich glaube, der Fehler war hier, oder nicht der Fehler, sondern was Kutodin hätte besser machen können, also diese Angriffe unterlassen. Genauso mit der Kavallerie hier am Wald oder so, das bringt überhaupt nichts. Was aber möglich gewesen wäre, wie gesagt, das, ich meine, ich habe es auch erst nicht gesehen, diese Wege hier, die führen hier durch. Kann ja mal das Raster anmachen. Wege, auch wenn hier Bäume zu sehen sind, da sind Wege. Das heißt, man kann sich da einfach so durchbewegen. Ich hätte an ihrer Stelle die Kavallerie genommen, die hier durchgeführt. Diese Plänkler, einfach an den Plänklern versuchen, so schnell wie möglich vorbeizukommen. Dass sie hier oben mit den Sistophoroi stehen geblieben ist und sich da hat auseinanderschießen lassen, war auch nicht die optimale Lösung. Sondern gleich die Kataphrakte und den Sistophoroi nehmen, über die Wege hier hinter meinen Flügel. Und dann habe ich nämlich richtig große Probleme. Dann muss ich hier meine sowieso qualitativ unterlegene Linie noch schwächen, indem ich Einheiten hier rüber beordere, die es mit Kataphrakten aufnehmen können. Und es müssen ja auch so viele sein, dass sie eben mit 3 Kavallerieeinheiten umgehen können und nicht gebunden und dann flankiert werden. Das hätte hier große Lücken gerissen. Oder ich hätte quasi, ja, das wäre aber mit unflexibler Infanterie auch nicht möglich gewesen, quasi hier zurückschwenken müssen, den Flügel. Das wäre aber auch nicht unbedingt so schnell gegangen. Ja, ansonsten hätte ich den Hügel hier komplett ignoriert. Niemals den Hügel angreifen, vor allem nicht bei Höhenunterschieden, die hier zum Teil 100 Meter oder 75 Meter oder so betreffen. Das bringt dann auch nochmal einige Vorteilspunkte. Und ja, hier war es dann einfach glücklich sozusagen, dass ich da noch ein paar Einheiten hatte, die irgendwie standgehalten haben. Sonst hätte es hier auch ganz schnell anders aussehen können. Super spannende Schlacht zum Ende hin. Vielen Dank, Kutulinchen, für das Match. Und was mir gerade mal einfällt, man könnte ja mal in die Tabelle gucken, wie es da jetzt aussieht. Und zwar finde ich die doch bestimmt hier gleich in meinem Browser. Anniversary Tournament ist es nicht, sondern das. Und dann stelle ich mal auf Display Capture. Achso, Game Capture liegt da drüber, dann kann es dann auch nicht funktionieren. So, jetzt seht ihr die Tabelle. Also, das ist die Tabelle, die, wo jetzt noch nichts aktualisiert ist. Also, ich habe unser Spiel natürlich jetzt noch nicht eingetragen, weil es ja gerade erst passiert ist. Ich könnte das aber hier mal machen. Wir sehen hier, Van C hat am 6. Spieltag, also wir sind am 6. von 7 Spieltagen plus dann K.O.-Runde. Van Zee hat gegen den Duke 3:1 mit 62 zu 50 gewonnen. Das ist interessant. Und dann können wir ja gerade mal unseren Spielstand auch eintragen, wenn wir schon dabei sind. Also das ist 41 zu 62. Kutulinchen hat die 50% nicht erreicht. Also bei mir 50% die Flucht zu schlagen am Ende. Das heißt, ein 0 zu 4 Sieg für mich. Wenn ich mich nicht täusche, ich gucke mal ganz kurz in die Regeln. Gegenspieler hat mehr als 50%. Nein, das ist nicht der Fall. Bei Van C ist das allerdings der Fall. Wir können ja die Markierung vielleicht auch mal setzen, wo wir gerade hier drin sind. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher Grünton hier für einen Punkt eigentlich eingesetzt wurde. Der da oben. So, und dann dieses Olivgrün. Was ist das? Oder ist das dunkler? Der dritte von unten. Ja, passt. Okay, da sind die Spiele von Ranger und Daringhouse noch offen und General Butterblümchen gegen Chipmunk. Ich werde das Spiel gleich oben noch in die Tabelle eintragen. Da sieht es momentan folgendermaßen aus. Ich bin ziemlich runtergesackt hier.
Wir können das ja vielleicht auch schon mal machen. 6, Siege 3, Punkte 12. Ja, 12-12, ne? Also meine Bilanz ist nicht gerade optimal. Aber die K.O.-Runde ist ja noch da und schauen wir mal. So, dann haben wir Kutulinchen. 6 Spiele, dann jetzt 4 Niederlagen und 16 Gegenpunkte. Dann können wir das Ganze noch schnell mal sortieren. Wo haben wir es? Bereich sortieren. Und zwar Spalte H von Z nach A und danach dann Spalte I in der Gegenpunkte. So, da hat sich schon einiges getan, aber wir sind hier unten ziemlich nah beieinander alle. Wir müssen dann hier kurz mal die Farben wieder anpassen. So, so müsste es jetzt richtig sein. Allerdings, wie gesagt, wir haben erst 4 Teilnehmer haben jetzt hier quasi den 6. Spieltag gespielt. 4 Teilnehmer noch nicht. Da kann sich also noch im Laufe des Spieltages alles tun. Alles tun. Und dann haben wir ja schließlich noch den letzten Spieltag. Das wird dann mein nächstes Spiel sein. Gegen Wanzi. Oh, das könnte wieder nochmal knifflig werden, denn der hat auch Römer. Allerdings die frühen Römer, nicht die richtig starken Römer. Also viel italische Fußtruppen und so. Ja, dann rechne ich mir Chancen aus. Wir werden mal sehen, ob das der Fall ist oder nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.